Da ist sie, die Triumph. Und sie nennt sich Explorer. Es ist so das Motorrad, die in die Sparte geht wie die BMW GS. So, wir gehen hier gerade mal auf die Liste, damit man das hier auch noch mitlesen kann. Der Grundpreis bei dem Motorrad ist 13.790. Das ist der Preis. Und wir haben hier eine PS-Leistung von 137 PS und 121 Newtonmeter. An dem Motorrad sind ein paar Extras, wie man hier sieht. Das sind vorne die Lampe, das ist die hohe Scheibe, Sturzbügel und den Aluminium-Spoiler. Das sind so die Extras. Ich finde, das Motorrad hat ein unheimlich schönes Design. Auch der Kardan, der ist relativ wuchtig. Der sieht gut aus. So, da laufen wir mal so drumherum, damit man sie mal von aller Seite so ein bisschen sieht. Also da muss man ehrlich sagen, das Projekt ist Triumph echt gelungen, gell? Ich finde die schön und lässt sich auch gut fahren. Technische Daten muss ich jetzt hier weiter nicht sprechen, weil die weiß man ja so. Hauptständer ist übrigens, hat dieses Modell auch dran. Wie gesagt, das sind dann alles Extras, die kommen auf den Grundpreis dazu. ABS hat das Motorrad natürlich auch selbstverständlich, gell? Das ist ja heutzutage Standard. Die Unwissenden, was auch sehr schön ist, hier an dem Rädchen da, da kann man die Federung verstellen, kann man es ein bisschen härter machen, ein bisschen weicher, je nachdem, wie man die Situation braucht. Aufnahme von der Fahrersituation, übrigens der Lenker, gell? Man sieht es, ein wunderschöner Lenker. Und die Armaturen sind schön im Blickfeld. Spiegel sieht man auch was. Cool. Handschütze, alles wunderbar. Okay, es war jetzt wirklich nur eine Kurzbeschreibung. Ansonsten geht man auf die Seite von Triumph Deutschland und da ist das Motorrad natürlich gut beschrieben. Alles klar, und hier geht wieder einer auf die Reise, der wahrscheinlich sehr viel Spaß haben wird mit dem Ding. Triumph Explorer.